Ladies first. So lautet das Motto am Mittwochabend. Vor dem Pokalfight der Herren kommt es am Lockstedter Steindamm zum Showdown zwischen Duo 08 und dem Hamburger SV. Der HSV beginnt von rechts nach links und sorgt bei Standards immer wieder für Gefahr. Und auch dieser lange Ball ist brandgefährlich. Die Szene jetzt ungeschnitten. Duvo mit schnellem Umschaltspiel. Müller macht das Spiel breit. Langer Ball. Jetzt das Duell Knoblauch gegen Schulz. Schulz tankt sich durch. Freie Schussbahn. Doch bei diesem Luxus kann die Stürmerin einfach nicht die Nerven behalten. Der Hamburger Sportverein mit mehr Ballbesitz. Die Damen von Duvo allerdings mit den besseren Tormöglichkeiten. Schippmann kann den Ball nicht festhalten. Die Kugel ist noch heiß und auf einmal fällt Edler. War das ein Elfmeter oder nicht? Die Unparteiische lässt die Partie dennoch weiterlaufen. Ich denke, hier hätte man durchaus Strafstoß pfeifen können. Wir springen in den zweiten Abschnitt. Torchancen gibt es wie am Fließband. Keine der beiden Teams konnte sich bis jetzt dafür belohnen. Das Spiel trotz der Torflaute absolut finaltauglich. Es bleibt weiter spannend. Zollfrank fasst sich ans Herz. Ein Wahnsinns-Lattenkracher. Und den Abpraller nutzt Annika Michel nicht. Die beste Chance bis jetzt für den HSV. Und was Zollfrank kann, kann diese Frau auch. Gestatten Fiola Gara mit dem Distanzschuss. Sirks Glanztat verhindert den Führungstreffer des Regionalligisten. Ogun Diepe, die ist mittlerweile in den Sturm gerückt. Sieht jetzt Michel, doch auch dieser Torschuss kein Problem für Torhüterin Sieg. 90 Minuten sind gespielt, beim Unentschieden geht es natürlich in die Verlängerung. Eine gewohnte Situation für beide Teams, denn auch im Halbfinale gewannen sowohl Duvo 08 als auch der Hamburger Sportverein erst in der Verlängerung. Wieder eine HSV-Standardsituation. Jetzt wird's gefährlich, im Strafraum lauert Gara! 1:0 für den HSV. 4 Ligatore hat sie schon auf dem Konto. Dieser Treffer tut ganz besonders gut. Diese Verlängerung geht auf die Muskeln. Die Hamburger machen aber weiter Dampf. Daire Giolo steckt den Ball durch auf Michel. Die hat keinen guten Tag erwischt. Ugun Diepes cleverer Pass in den Rückraum. Im Hinterhalt lauert Daire Giolo. 2:0. Ist das etwa die Entscheidung? Die 19-jährige Türkin holt hier in der Nachspielzeit nochmal den Hammer raus. Die Hamburger spielen gnadenlos nach vorn. Alina Ugun Diepe behält wieder den Überblick im Strafraum. Und jetzt darf Michel auch mal ran. Das ist die Entscheidung. 3:0 für den Hamburger SV. Annika Michel. Dass diese Stürmerin heute noch trifft, hat wohl keiner mehr geglaubt. Die Tore fallen jetzt im Minutentakt. Wieder Şebnem Dayregioğlu. Die kann was am Ball. Lockerer Pass aus dem Fußgelenk und Alina Ugun Diepe macht den Pokalsieg perfekt. Von der Abwehr in den Sturm. 2 Vorlagen, eine Bude selber gemacht. Damit dürfte sich die taktische Umstellung von HSV-Coach Ralf Scheer ausgezahlt haben. Die Partie ist vorbei. Ein verdienter Sieg aufgrund einer starken Verlängerung. Jetzt darf ordentlich gefeiert werden. Der Hamburger SV ist OZ-Pokalgewinner 2014. Die Stimmen zum Spiel. Also wir haben in der Wintervorbereitung gegen Duvo gespielt und das war heute eine deutliche Steigerung von Duvo. Ich fand auch, dass es ein gutes Frauenfußballspiel war. Gut, der Kollege kennt natürlich meine Mannschaft in- und auswendig, weil der letztes Jahr noch tätig war. Und ansonsten muss ich sagen, nachdem wir zwischenzeitlich einige Spielerinnen Wadenkrämpfe hatten, tolle Moral, tollen Charakter, wie die das Spiel noch umgebogen haben. Ja, letztendlich hatten wir das Quäntchen mehr Glück. Und ja, wir mussten im letzten Spiel auch schon in die Verlängerung und wir waren uns eigentlich sicher, dass Verlängerung unser Ding ist. Ich muss sagen, ich habe natürlich die Duvo-Brille auf und würde sagen, wenn man die 90 Minuten, die ersten 90 Minuten sieht, ist das nicht gerechtfertigt. Die letzten 30 Minuten waren beide Mannschaften relativ platt und die Standards vom HSV sind die ganze Zeit über brandgefährlich gewesen und die haben uns dann auch das Genick gebrochen. Und ja, leider muss das Spiel mit einem Gewinner enden und in dem Fall hat der HSV das gemacht. Ja, das fühlt sich natürlich insofern gut an, weil wir ganz klar gesagt haben, wir wollen nicht absteigen. Das hat geklappt.
Wir haben eine sehr junge Mannschaft, das hat geklappt. Wir haben, wie gesagt, die Halle haben wir gewonnen, hier haben wir gewonnen. Mehr geht eigentlich nicht und jetzt wollen wir so Step by Step wollen wir sehen, dass wir weiter vorankommen. Man nimmt alles mit, was man kann, würde ich mal sagen. Und das, solche Erlebnisse bekommt man nicht immer und deswegen, gerade im Frauenfußball, ist es schwer. Und deswegen finden wir das halt umso besser. Ja, ist natürlich schon ein Highlight, gerade da wir auch sehr viele junge Spielerinnen haben, die ja aus dem Nachwuchs kommen und so und zwar auch da die Pokalendspiele kennen, aber es ist natürlich noch was anderes vor so einer Kulisse und dann eben so ein Endspiel zu spielen. Definitiv, das, was wir heute geleistet haben, das war, ich hoffe einfach, dass viele Leute hier waren, die normalerweise keinen Frauenfußball schauen, aber das, was beide Mannschaften hier geleistet haben, war absolute Werbung für den Frauenfußball und natürlich bin ich stolz auf meine Mannschaft. Wir sind ins Finale gekommen gegen Regionalligisten und haben hier ein verdammt gutes Spiel gemacht, haben es leider versäumt, Tore zu machen, aber so ist das leider im Fußball.